So, meine Lieben, heute ist es soweit. Wir gucken zusammen in die Überraschungstüte. Ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit gewartet. Wie ihr seht, sie ist noch komplett zu. Jeden Tag habe ich sie mir angeschaut, aber nicht aufgemacht, weil ich da auf euch warten wollte und obendrein ein bisschen, bis die Erkältung weg ist. Aber wie ihr seht, es ist wirklich noch alles zu. Ich war wirklich nicht dran. So, ich tue euch gleich ein Stückchen hoch. Ihr ignoriert bitte die Unordnung bei mir auf dem Schreibtisch. Aber ich glaube, ich brauche für meinen Schreibtisch einen eigenen Putztrupp. Das ist fürchterlich, wie schnell der katastrophal aussieht. Also, ihr ignoriert das, aber wir brauchen ein bisschen Platz zum Auspacken. So, da habe ich euch ein bisschen hochgemacht. Jetzt machen wir mal die Tüte auf. Das mache ich aber kurz ohne euch, weil das macht nämlich sonst jede Menge Lärm. So, hier kommt die Tüte. Ich habe wirklich nur aufgeschnitten, noch nicht reingeguckt. Ich glaube, so liegt sie blöd. Legen wir sie mal so. So, dann schauen wir mal rein. Ich ziehe gleich an dem Orangenen. Hier haben wir Diablo Print. 30% Mohair, 30% Nylon und 40% Acryl. Und das ist ein wunderschönes Lace-Garn. Ein ganz, ganz feines. Da schaut mal, wie fein das ist. Genau, Lace, da haben wir es. Reine Handwäsche. Und wir haben hier, wie viel Gramm sind das? 25 Gramm auf 225 Meter. Ein ganz feines im zarten Verlauf. Fühlt sich auch ganz toll an. Da sehen wir den Verlauf. Also das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ein wirklich feines Lace-Garn. Schaut euch das mal an. Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel davon hol mal raus. Ich tue es mal zur Seite. Und wir ziehen mal am nächsten. Glitzer, Glitzer, guckt mal, Glitzer. Ein Christmas, meine Tüte, Christmas. Geil. Entschuldigt. Wir haben hier 100 Gramm auf 482 Meter. Für die Nadelstärke 3,5 und für die Stricknadel 3 bis 3,5. Ach so, ja, das Lace Garn war für die Nadelstärke. Wo haben wir es? Needle 4,5 bis 5 mm. Echt? So eine große? Okay. Jede Menge Glitzer und auch sehr, sehr schön weich. Und wenn wir das mal abmachen, sehen wir hier den Farbverlauf. Ganz, ganz toll. Aber da wussten sie wohl, dass das meine Tüte wird. Okay, wir haben 30 Grad Waschmaschine, nicht schleudern, nicht trocknen etc. pp. Oder chemische Reinigung. Und die Zusammensetzung ist Design in Dänemark. Wo haben wir... Mensch, ach hier. Da steht's und ich suche es die ganze Zeit. 98% Acryl und 2% Polyester. Aber schaut euch mal den Farbverlauf an. Der ist ja wohl der absolute Hammer. Boah, und das Glitzer, ich liebe das Knäuel. Was wir da wohl draus machen können? Okay, hier machen wir es auch so. Wir gucken erstmal, was wir da noch drin haben. Vielleicht haben wir ja auch noch ein zweites. So, wir ziehen wieder und noch einmal das Lace Garn. Damit haben wir jetzt schon zwei. Gut. Gucken wir weiter. Hier kommt ein Grau, ein Soft Starlight. Wieso Starlight? Hä? Ja.
Also wir haben hier 50 Gramm auf 64 Meter für die Nadelstärke 5,5 bis 6 und für die Stricknadel 5,5 bei 40 Grad waschbar. Ich hole euch mal ein bisschen mehr näher ran, weil unser Nachbar macht gerade hier ein bisschen stark Musik an, dass ihr mich dann auch noch ordentlich hört. Sein bei Skandinavien. So, und ich sehe wieder Zusammensetzung nicht, gell? Ihr seht sie garantiert schon und ich sitze wieder da und bin blind. Farbnummer 5. So. Ja. Reflektives Garn. Okay, wir testen mal. Ich halte sie mal kurz in die Lampe. Und vielleicht lädt sich die ja auf. Ja, wie diese Nachtdinger da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, mal kurz unter den Tisch. Nee. Also das ist nicht wie bei Glühwürmchen hier, wie... reflektives Garn. Reflektiert denn da was? Ah, ich habe es gesehen. Und zwar sind hier so silberne Streifen drin. Und ich denke mir, wenn man da draus was strickt oder was häkelt, dann wird das wie so eine Streifenwand. Und wenn da ein Auto kommt, sehen die, dass da was leuchtet. Also das ist nicht zum, ich lade es im Licht auf und im Dunkeln leuchtet es dann, wie ich jetzt gerade gedacht hatte. Sondern das ist dann, wenn es angeleuchtet wird, wirft es das Licht zurück. Auch nicht verkehrt. Gerade im Winter ist das sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich auch sehr gut. Müssen wir uns mal überlegen, was wir draus machen. Also das finde ich natürlich mega. So, gucken wir mal weiter. Oder habe ich jetzt was vergessen zu sagen? Nee, okay, hatte ich. Waschmaschinenfest bis 40 Grad. Nö, hat man. So, gucken wir mal weiter. Okay, hier haben wir Twist. Vielleicht soft und warmes Garn. 40 Grad, 100% Acryl. Nadeln 3,5 bis 4. Aber eine interessante Struktur. Wenn ich das mal so anschaue. Leichtes Beige. Kommt aus Dänemark. 50 Gramm auf 90 Meter. Aber die Struktur, die finde ich echt, die ist interessant. Ja, mal gucken, die Struktur. Die ist schon ganz cool. Also bis jetzt, muss ich sagen, enttäuscht mich das Paket nicht. Das Garn und das Garn hätte ich mir niemals gekauft. Muss ich ganz ehrlich gestehen, die hätte ich nie ausprobiert. Jetzt haben wir sie da, jetzt probieren wir sie aus. Den hätte ich selbstverständlich gekauft. Ich meine, es ist Weihnachten. Ne? Dazu muss ich gar nichts weiter sagen. Und das hätte ich auch mit sehr, sehr viel Vorsicht. Ich glaube, da hätte ich so Angst wegen dem Lace gehabt. Also das hätte ich auch nur mit sehr viel Vorsicht gekauft. Aber die beiden hätte ich nie ausprobiert. Jetzt probieren wir sie aber aus. Also die Tüten sind super, um mal neue Wolle zu testen. Ah, hier haben wir es gleich nochmal. Sehr schön. Haben wir es zweimal. Supi. Ich muss schon nachschütten. So, hier, das ist doch dasselbe auch nochmal. Das ist natürlich gut. Dann können wir was Größeres damit machen.
Ui, was kommt denn hier? Eine Amigo Giga. Ich weiß, alle Hobbykäufer wissen jetzt sofort, was das ist. Und aber ich gucke erst noch mal etwas neugierig hier drauf. So, 100% Acryl, 150 Gramm auf 95 Meter. Für die Nadelstärke 9. Okay. Sieht natürlich echt, also das ist mal ein Seil. Wenn wir uns das mal so angucken, das ist mal ein mächtiges Seil. Aber fühlt sich sehr gut an. Dreht sich auch nicht so schnell auseinander, außer du legst es wirklich drauf an. Wir haben hier drei richtig schöne dicke Stränge. Da. Im Prinzip fast die Acrylwolle, drei Fäden und nochmal gewickelt. Was heißt denn dieses Symbol? An alle Hobbykäufer, was ist denn das für ein Symbol? Kennt ihr das? Das da? Das sieht aus wie, ich reiche dir die Hand, so ein bisschen, das so nachstelle. Kann das sein? Ist das irgendwie so ein Fair Trade oder sowas? Keine Ahnung. Ist auch made in Dänemark. Waschmaschinenfest. Okay. Aber es fühlt sich gut an. Ja, ich wühle immer ein bisschen in meiner Wolle. Vor allem, wenn ich sie näher kennenlernen möchte. Da bin ich so ein richtiger Wollewühler. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier immer die Stränge mal ein bisschen zur Seite mache. Ich bin da ulkig. So. Unsere Tüte ist damit leer. Also, wir haben dieses wunderbare Knäuel, wo ich mir jetzt echt noch nicht vorstellen kann, was wir draus machen. Bei einem Knäuel bin ich immer so ein bisschen, mit was fängt man an? Hier reicht es denn dann auch? Weil wir haben hier nur 95 Meter. Ich weiß jetzt nicht, wie ergiebig ist die Wolle. Lohnt sich da draußen Schal oder lieber eher eine kleine Mütze? Oder wie ergiebig ist sie? Ich kenne sie nicht. Also wer mit der schon mal gearbeitet hat, sagt mir mal Bescheid, wie ergiebig ist diese Wolle. Weil wir haben jetzt hiervon nur ein Knäuel. Klar, ein sehr, sehr großes und ein sehr, sehr mächtiges Knäuel. Aber wie ergiebig ist sie? Ich meine, die Farbe ist wunderschön. Wirklich, beim besten Willen. Wunder, wunder, wunderschön. Aber was machen wir draus? Soll ich da lieber eine Mütze nur draus machen oder reicht sie doch schon für einen Schal? Ich meine, ich könnte hier einen wunderbaren Schal für Püppi oder für den kleinen Mann draus machen. Oder sogar mal für Mama. Aber die Frage ist halt echt, wie ergiebig ist so ein Knäuel? Also wer sich da auskennt, lasst mich das bitte wirklich mal unbedingt wissen. Ja, da bin ich echt auf euch angewiesen. Wenn ihr mir dazu nichts schreibt, wird es eine Mütze. Also ich meine, für eine Mütze reicht es bestimmt. Also wenn ihr mir nicht sagt, wie ergiebig das ist, dann wird es definitiv eine Mütze. So, dann haben wir Christmas, 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 Christmas. Ach, guckt euch mal den Farbverlauf an. Ein Traum. Wahnsinn, ist das schön. Hier haben wir das Soft Starlight, was nicht auflädt, sondern reflektiert. Dann haben wir dieses,
Wo ich echt die Struktur auch... Ich denke mir, ihr kennt das schon. Ihr sitzt bestimmt da und sagt, ja klar, Mensch, das musst du für das und das verwenden und das kannst du super dafür nehmen. Bitte nicht vor dem Rechner sitzen und das nur sagen. Schreibt es unten in die Kommentare. Weil ich finde es wirklich echt interessant, die Struktur. Und ich möchte sie nicht für irgendwas verwenden, wofür sie nicht geeignet ist. Weil so eins hätte ich mir sonst nie gekauft. Aber ich möchte sie echt gerne mal ausprobieren, weil das fühlt sich sehr interessant an. Also ihr lieben Hobbygänger, lasst mich nicht hängen. Was macht man da draus am besten? Ich meine, wunderschön ist es. Die Struktur ist echt auch ganz, ganz toll. Was macht man da draus? Wie ergiebig ist das? Und was machen wir hier aus dem? Oder können wir das einfach verwenden wie jedes andere Knäuel auch? Lasst mich da bitte nicht hängen. Ich bin da echt auf euch angewiesen. So, und dann haben wir zweimal unser Lace. Was auch sehr fein ist, wenn wir mal schauen. Ich meine, daraus kann man wunderbar Lace-Tücher machen, aber reichen da zwei oder brauche ich da mehr? Ich habe mit Lace echt noch nie gearbeitet, aber wirklich noch nie gearbeitet. Ich habe es mal in der Hand gehabt und auch schon so ein bisschen befühlt, aber ich habe mich noch nie daran getraut und habe damit wirklich gearbeitet. Aber es würde mich echt mal reizen. Schau ich das mal an. Wie fein das hier alles ist. Wahnsinn. Also, reichen zwei Knäule für ein Lace-Tuch? Erste Frage. Zweite Frage, wenn nein, was machen wir draus? Dritte Frage, was machen wir hier draus? Vierte Frage, kann ich das verwenden wie normales Acrylgarn oder muss ich da auf irgendetwas achten? Wenn ihr da nichts sagt, probiere ich es einfach aus. Fünfte Frage, wie ergiebig ist dieses Knäuel? Es sieht wirklich, es sieht mega aus, aber wie ergiebig ist das? Bitte, also ihr dürft mich heute echt nicht hängen lassen. Ich bitte euch von ganzem Herzen, lasst mich nicht hängen und helft mir. Beantwortet mir mal bitte diese Fragen. Wie ergiebig? Was machen wir hier draus? Reicht das für ein Lace-Tuch? Weil ich bin dann eher so der Typ, ich kaufe lieber dann fünf Knäule. Fünf Knäule von einer Sorte und da weiß ich, es reicht. So gehe ich auf Nummer sicher, es reicht. Weil ich denke an Facebook oft genug, wenn da die Frage kommt, oh, ich habe jetzt angenadelt und aber meine Wolle reicht nicht. Ich brauche noch ein Knäuel, ich kriege das aber nirgends. Könnt ihr mir helfen? Das umgehe ich, indem ich einfach von allem fünf Knäuel kaufe. Mindestens, wenn nicht sogar zehn. So habe ich immer von allem genug zu Hause. Jetzt habe ich aber mal die Besonderheit. 2, 2, 2, 1, 1. So habe ich eigentlich nie meinen Wollbestand. Ich habe entweder 5 oder 10. Ich meine, ihr kennt das ja, ihr kennt ja meine großen Tüten, wenn ich auspacke und packe dann immerhin da einen Zehner, da einen Zehner, da einen Zehner. Das ist nicht fürs Video, das ist wirklich so, weil ich es dann lieber zu Hause habe, dann weiß ich wenigstens, die Wolle reicht. Und wenn ich nur noch zwei Knäuel habe oder so, wird sofort nachbestellt. Außer natürlich, die Wolle gibt es da nicht mehr. Dann versuche ich das irgendwie mit irgendwas zu kombinieren. Aber hier müsst ihr mir echt mal helfen, weil ich habe nur 2, 2, 2, 1, 1. Ich meine, das hier, das ist, denke ich mal, gut ergiebig. Wir haben hier 462 Meter. Das ist eine Hausnummer. Also da mache ich mir eigentlich keinen Kopf. Aber hier, hier, hier und hier. Aber dafür habe ich euch ja, ihr lieben Hobbygänger. Haut mal bitte in die Tasten und helft mir mal.
So, ich bin schon mal sehr gespannt, was ihr alles schreibt. Von dem Überraschungspaket muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht enttäuscht. Ich finde das hier mega geil. Man kann hier richtig toll neue Produkte kennenlernen, wie ihr jetzt gerade auch merkt, an neuen Herausforderungen erleben. Ne, neue Herausforderungen erleben, an die man sich sonst vielleicht nicht rangetraut hätte. Also es ist schon echt genial. So, Hobby hat noch zwei Überraschungstüten. Einmal Baumwolle und dann war es noch, ich glaube, Mohair. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Baumwolle weiß ich hundertprozentig. Das dritte muss ich nochmal nachschauen. Und die zwei werden wir natürlich dann auch mal ausprobieren. Mal sehen, was wir da in dieser Welt noch erleben. Was man Neues entdecken. Also das hier war jetzt echt sehr, sehr viel Neues. Dieses Knäuel liebe ich ja abgöttisch. Das ist ja jetzt schon mein absoluter Favorit. Und ich bin mal auf die anderen zwei Überraschungspakete noch gespannt. Also die Teile lohnen sich definitiv. Da bereue ich nicht, dass ich das Geld ausgegeben habe. Also um Neues kennenzulernen, sind diese Überraschungspakete wirklich absolut der Traum. Und ich werde mir auch da noch das eine oder andere holen. Wir probieren natürlich noch die Baumwolle und das dritte Paket aus. Und eventuell hole ich mir dann auch ab und zu zwischendurch mal immer noch eins von den anderen Überraschungspaketen. So, meine Lieben, jetzt haben wir das zusammen auch ausgepackt. Ich freue mich schon mal auf euren ganzen vielen Kommentare, wenn ihr mir erzählt, was ich hier mit dieser ganzen Wolle veranstalten kann. Bedanke mich fürs Zuschauen und fürs fleißige Schreiben, weil ich brauche euch heute wirklich ganz dringend. So, ich mache Winke-Winke in die Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.